bravo. Guten Morgen, Daniel. Moin, moin, wie geht's? Daniel, Sie sehen da so traurig aus. Ach, lassen Sie mich gehen, ich bin ja ganz niedergeschlagen. Was haben Sie denn? Ach, meine Frau. Der Familienverhältnis. Na, erzählen Sie mal. Denken Sie mal an, heute, wie ich fortging von zu Hause, da kommt mein Dienstmädchen mir nachgelaufen und sagt, Herr Daniel, wissen Sie was? Jedes Mal, wenn sie fortging, da kommt ihr Hausfreund zu Hause und sitzt mit ihrer Frau auf ihrem schönen Sofa. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, was soll ich Ihnen denn dafür einen Rat geben? Verbieten Sie doch Ihrem Hausfreund das Haus. Ach, da ist mir mein Freund zu lieb. Dann lassen Sie sich von Ihrer Frau scheiden. Da ist mir wieder meine Frau zu lieb. Ja, was soll ich Ihnen denn da sagen? Halt! Jetzt habe ich. Na was denn? Ich werde die beiden einen Streich spielen. Die werden sich lebenslänglich dran denken. Daniels, machen Sie kein Unglück. Das mache ich. Aber Daniels, was machen Sie denn? Ich verkaufe den Sofa. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Fräulein, bravo, großartig, Fräulein. Sagen Sie mal, Daniels. Ja. Waren Sie in der Schule? Oh ja, lange Zeit. Ich bin von vorne reingekommen und von hinten rausgeschmissen. Können Sie rechnen? Oh ja. Können Sie schreiben? Auch. Auch lesen? Auch lesen. Können Sie lesen? Na natürlich. Können Sie gut lesen? Ja, sicher. Können Sie mir mein Ibetier auslesen? Sagen Sie mal, Daniel, ja. Wie viel ist 6 mal 47? Ja, ich bin fremd hier in Berlin. Nein, ich meine ja das anders. Sagen Sie mal, Daniel, wie viel ist 20 weniger 20? Wissen Sie es? Na, natürlich weiß ich. Na, warum fragen Sie mir denn, wenn Sie was? Na, also Daniel, ich mach's noch leichter. Bitte. Nehmen Sie an, Sie haben 20 Mark in der Tasche. Ja, ich hab's aber nicht. Na ja, also ich meine nur. Ja. Sie gehen dann spazieren, ja, und verlieren die 20 Mark. Ja. Was haben Sie dann in der Tasche? Ein Loch. Bravo, bravo! Bravo! Halt den Zeit! Daniel, so machen Sie mal, dass Sie rauskommen. Sie machen ja die Pferde schleich. Ach, lass mich gehen, ich habe was zu tun noch hier. Was denn, Sie Schlaukopf? Hören Sie mal, Daniel, ich habe gehört, Sie sind so reich. Ach, ich habe die ganze Welt bereist. Na, wo waren Sie denn? Ach, ich war in England. Ja, ich spreche auch Englisch. Ja, ich auch. Ich habe hier nämlich 3 Jahre englische Krankheit gehabt. Na, wo waren Sie noch? Ach, dann war ich in Japanese. Sie meinen Japan? Jawohl, Japan. So, na, und wo noch? Dann war ich in Chinesisch. Sie meinen China? Jawohl, China. Sagen Sie mal, Daniel, Sie waren in China? Ja. Ich war 2 Jahre in China. Ich 3. Wenn Sie in China waren, dann müssen Sie ja auch Chinesisch sprechen. Oh, ich spreche perfekt Chinesisch. Na, sagen Sie mal, Daniel, wie heißt auf Chinesisch ein Baum? Tam. Und 2 Bäume. Tam Tam. Wie heißt aber ein ganzer Wald? Tam 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 Tam. Daniel, du machst aber, dass du rauskommst. Ach, lassen Sie mich gehen, Sie. Sagen Sie mal, sind Sie Jäger? Na, natürlich. Aber ich meine nicht Mädchenjäger, sondern Jäger auf der Jagd. Na, natürlich auf der Jagd. So, ich auch. Denken Sie mal, ich war mal in Afrika. Auf einmal drehe ich mich um, da sehe ich einen kolossalen Rhinoceros ankommen. Ich mit meinem Schirm einen Schlag und habe ich den Rhinoceros totgeschlagen. Und seit dieser Zeit, ich sehe immer ein Rhinoceros vor die Augen. Ja, Daniel, warum gucken Sie mich denn immer dabei an? Ich kann mich hier. Na, also hören Sie mal, Daniel, ja, ich werde Ihnen mal was erzählen. Ich war mal in Nordamerika. Da sehe ich einen Jaguar, lege an, schieße, pump, tot, eingewickelt, auf den Buckel gelegt, weitergelaufen. Dann war ich in Südamerika.
Da sah ich einen Löwen. Ich lege an, bumm, schieße, tot, eingewickelt, auf den Buckel gelegt, weitergelaufen. Dann kam ich nach Indien, da kommt ein Elefant, angelegt, bumm, tot geschossen, eingewickelt, halt. In Indien kannst du gewesen sein. Elefant durchschießen kannst du auch. Einwickeln kannst du es auch noch. Aber wenn du mir erzählen willst, dass du hochgehoben hast, auf den Buckel gesetzt und wieder weitergelaufen, da kriegst du eine Gelag von mir, dass du mal ein bisschen.